Willkommen zum Autoren-Video-Podcast der Guntram und Irene Rinke Stiftung. Heute spricht Literaturkritiker Wendt Kessens mit Wilhelm Genazzino, dem Preisträger der Rinke 2010. Wilhelm Genazzino, wenn man heute in der Supermarktkette Edeka, wenn man da reingeht, dann sieht man, dass fast alle angestellten Männer und Frauen schwarze Hemden tragen, auf denen hinten weiß aufgedruckt ist: Wir lieben Lebensmittel. Was sagst du, was empfindest du angesichts eines solchen absurden Satzes auf der Kleidung von Menschen? Ja, ich empfinde eigentlich Freude, muss ich sagen, weil ich es spannend finde, dass das Absurde jetzt in den Supermarkt eingedrungen ist. Also bis dahin oder davor war das ja immer mehr so eine ästhetische Angelegenheit und man musste Mühe haben, es richtig dingfest zu machen in der realen Welt. Und das ist jetzt vollkommen weggefallen, sondern das Reale selbst ist sozusagen durch Selbstkennzeichnung, hat sich als absurd geoutet. Also, und das finde ich schon irgendwie also fortschrittlich, nicht? Also es gibt noch viele andere Beispiele dieser Art, wo man denkt, so, das ist jetzt so eine Art richtiger Übersprung. Man sieht, man versteht nichts mehr, man versteht den Sinn des Vorgangs nicht. Und das ist ja gerade das Schöne, nicht? Also man hat also die Verkäuferin, die in der Kutte rumlief, die hat man natürlich besser verstanden als jetzt die Leute mit diesen Überschriften. Der Titel deines neuen Romans, Das Glück in glücksfernen Zeiten, hat etwas Programmatisches. Das Glück ist vergleichsweise leicht zu haben, wenn wir Lebensmittel lieben, aber dieses Glück ist offenbar nicht gemeint. Und es steht ihm in dem Roman auch das Unglück gegenüber. Der Held deines Romans, Gerhard Wahrlich, der als promovierter Philosoph, als Organisationsleiter einer Großwäscherei arbeitet, sieht sich in besonderer Weise dem Zwangsabonnement der Wirklichkeit ausgeliefert. Er ist auch irgendwie ein Leidender und er kultiviert sein Leiden. Worunter leidet er? Ja, er leidet an mehreren Dingen gleichzeitig. Also natürlich hauptsächlich, dass er sozusagen absehbar nicht mehr in seinem erlernten Beruf, das heißt als Geisteswissenschaftler, wird arbeiten können. Und dass ihm natürlich das zusetzt, ist klar. Gleichzeitig aber ist er auch froh, dieser Bestimmung entkommen zu sein, nicht? Und auch darunter leidet er wieder. Also im Grunde kann man sagen, er leidet unter der unendlichen Komplexität des Realen. Dass das eigentlich in der Moderne, in unseren modernen Verhältnissen überhaupt nicht aufhört, nicht? Also mit der Komplizierung von Realität. Dann leidet er natürlich auch unter seiner Freundin, nicht? Die will ein Kind, nicht? Das ist etwas, was in seinem Kosmos keinen Platz hat. Also das richtige Leben im Falschen, das Diktum von Adorno, ist nicht, gibt es gar nicht, nur nicht, es ist gar nicht möglich. So weit würde ich nicht gehen. Es ist sozusagen, wir haben uns das als unsere Realität so stark angeeignet, das richtige Leben im Falschen, beziehungsweise das Falsche im Falschen, dass man müsste das vielleicht so korrigieren, das falsche Leben im Falschen, dass wir richtig, wie soll ich sagen, trainiert sind, mit diesen Widersprüchen jeden Tag neu irgendwie fertig zu werden. Und die meisten, das ist das, was ein Romancier natürlich auch am meisten juckt, die meisten Menschen können das auch. Und Wahrlich kann es ja auch, denkt man, bis zu einem bestimmten bis Punkt. Bis zu einer gewissen Grenze. Bis zu einer gewissen Grenze, nicht? Und was eben dazugehört, ich habe es schon gesagt, ist also diese Anstrengung ins Familiäre, die er natürlich, sagen wir mal, die ihm zu schaffen macht, weil er hat ja so eine Art ewiges Junggesellenleben verinnerlicht, nicht? Und der Kindswunsch der Freundin kündigt das natürlich auf. Es taucht die Familie am Horizont auf. Und das setzt so einen Menschen natürlich stark unter Druck. Aber Wahrlich ist auch ein Talent für Glücksempfindungen. Er selbst spricht vom Beobachterleben, in dem er faszinierende und tröstende Beobachtungen macht. Was ist das für ein Glücksempfinden? Ja, das ist, sagen wir mal, das Glück am ästhetischen Alleinsein, nicht? Also, wo man auch andere gar nicht brauchen kann, nicht? Und das ist erneut ein Stoß gegen die Familie, nicht? Wenn da erst Kinder herumlaufen und Besuch dauernd kommt
und der Alltag irgendwie gemanagt werden muss, ja, dann kommt der nicht mehr zu seiner beschaulichen Existenz, draußen im Leben umhergehen zu können und flaneurhaft die Bilder zu sehen und auf die zu warten, die er zum Leben braucht, weil sie eine ästhetische Qualität haben und weil sie auch natürlich auch eine Exklusivität haben. Er empfindet Lust dabei, Sachen zu sehen, von denen er schon im Augenblick des Vollzugs weiß, die sehe nur ich. Also das ist sozusagen nicht Fernsehen, sondern Nachsehen, nicht? Das Nachsehen eines Individuums, das ist der Punkt. Zwischen Glück und Unglück gibt es eine gewisse Balance. Und diese Balance ist nicht zuletzt dadurch geprägt, dass der wahrlich sich darin eingerichtet hat, in der Balance. Und durch den Wunsch seiner Freundin Traudel auf Familie, auf Heirat, auf Kinder, ist diese Balance gefährdet. Und diese Gefährdung lässt ihn ein Stück weit in seiner Verrückung voranschreiten, kann man das so sagen? Ja, das ist gut beschrieben. Also so sehe ich das auch. Wobei es natürlich auch eine gewisse tragische Komponente hat, denn er unterschätzt sich in dieser Hinsicht, nicht? Also er hat viel zu viel Angst davor, nicht? Und ich habe das völlig ausgeblendet, wovor er eigentlich Angst hat, nicht? Weil das ist in meiner Kalkulation die Sache des Lesers, herauszufinden, ja, was ist denn hier eigentlich los? Also diese innere Blockade, dieses sich wegstemmen wollen von allem, was eine Veränderung des Lebens, des Seinsalltags bringt, darüber sollte oder könnte der Leser fantasieren, weil ich denke, das ist ja ein Problem, das doch sehr, sehr viele Menschen haben. Also den Wechsel der Atmosphäre. Nicht? Das ist nicht so ganz einfach. Aber diese Hauptfigur, dieser Wahrlich, ist doch auch ein Intellektueller. Das Denken ist immer in diesem Buch. Und Wahrlich kann nicht anders als ununterbrochen denken und sich ununterbrochen rechtfertigen. Und dieses Denken ist auch ein Beobachten und ein Feststellen, nämlich festzustellen, dass das Leben auf Befriedung und Versorgung reduziert ist. Ja, aber das ist alles hochambivalent, nicht? Also gerade für so einen Menschen dieses Typs, der ja sowieso, und schon deswegen ist er ja eigentlich ein Geisteswissenschaftler, sich sowieso gefährdet sieht. Also nicht nur, weil er diesen Beruf oder diese Wissenschaft ergriffen hat, sondern auch, weil sie ihn schützen soll vor dem Trivialen, vor dem Zugriff des Trivialen, nicht? Und jetzt muss der sehen, das leistet diese Wissenschaft überhaupt nicht. Die Tatsache, dass er nicht in dieses Milieu vorgestoßen ist, dass es so stark idealisiert, also die Universität zum Beispiel, schützt ihn ja vor einer furchtbaren Enttäuschung, nicht? Die er sein Leben lang nicht erfahren wird, nicht? Obwohl der Leser längst davon weiß. Vielen Dank. Ich danke auch.